Das ist ganz debile Kind. Chuck, wie fühlst du dich, Kumpel? Fühlen? Ja, da ist doch etwas in der Luft, aber es wird sich bald schon auflösen. Bald? Ja, behalt einfach nur Soda im Auge, okay? Wie kann man sein Kind Soda nennen? Soda? Deine Tochter, erinnerst du dich nicht an sie? Sie sitzt direkt neben dir. Ja gut, lassen wir das mal. Das scheint hier alles ein Furby. Larry, komm doch mal hier rüber. Kannst du da irgendwie was tun? Der sieht auch so übel aus jetzt. Die Spielzeuge jetzt. Das ist so gut einfach. Okay, er kann aber anscheinend gar nichts machen. Müsste hier nicht auch noch eine Tür sein? Ja, 304. Ist verschlossen. Ungefähr hier müsste sie sein, ne? Okay, gibt's halt einfach nicht. Alter! Shisha steht da auch noch. Das hat funktioniert. Da gehen wir dann jetzt auch direkt nochmal rein. Nö. Passiert aber nichts. Bei dem Bein hier wahrscheinlich auch nicht. Nee, es war zu erwarten gewesen. Wir holen Marcel hinterher. Okay, warum die beiden so aussehen, das kann man sich ja denken. Vor dem Licht war Finsternis. Oh Gott, jetzt schon mit doppeltem SZ, ich werd nicht mehr. Und sonst nichts. Vor dem Licht war Finsternis mit doppeltem SZ und sonst nichts. Ich weiß, ihr habt gesagt, ich sag nichts mehr, aber es tut körperlich weh. Es ist einfach so, es tut mir Okay, jetzt haben wir gespült. Wir können hier aber nichts machen. Larry, kannst du da jetzt was machen? Wir müssen noch einmal schnell mit ihm ins Bad. Alter. Da schwimmt etwas in der Toilette. Ich denke, ich sollte... Oh, Larry, du bist so ekelhaft. Schlüssel für 201. Das ist ja schön. Meine Güte, wir haben unseren Totenstein. Wir brauchen keinen Schlüssel aus dem Klo. So ein Kacke-Schlüssel. Halt. Ach gut, es war halt ein Loch in der Wand. Da musste ich es ausprobieren. Ich hole erstmal Sal hinterher. Nicht, dass wir wieder was aus dem Klo fischen müssen. Alter, das ist so... Das ist einfach so ekelhaft. Den Blutfleck haben wir eben auch nicht gesehen, ne? Auf der anderen Seite. Alter, sehe ich das da wirklich im Klo? Soll es das sein, was ich denke? Es ist einfach so widerlich. Alter Scholli, es ist so ekelhaft. Halt, wir haben ein Zimmer nicht betreten. Ach ja, es gibt hier sogar zwei Schlafzimmer. Wir holen Larry gleich nach. Keine Sorge, ich vergesse das nicht. Nur weil wir hier gerade gar nichts machen können. Vielleicht sollten wir doch wirklich mit Larry vorgehen, weil er... Na gut, eben mit der Toilette, da musste Sally zuerst hin. Das ist... Ich bin so doof. Ich glaube, es ist eigentlich gehupft wie gesprungen, was mit wem wir zuerst da längs gehen. Ach, was haben wir denn hier?
Ja, ich habe gedacht, mit dem Loch im Boden, da ist ja diese komische Klappe, war da ja eben. Man da vielleicht noch, aber nö. Okay. Ich denke mal, jetzt können wir ihm erstmal die Barriere wieder vorbereiten. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, warum wir das immer machen. Also laden wir den Stein damit irgendwie auf oder hat das irgendwie, dass wir die ganzen Sachen, ich sag jetzt einfach mal reparieren, hat das irgendwie einen Sinn für diese Welt noch? Ich weiß das nicht. Ich bin da noch nicht so ganz hintergestiegen. So, bessere Vorbereitung, weil wegen Zeit läuft ab. Alter, so langsam wird es aber knapp, es werden ja immer mehr. Ich hoffe, dass ich da nicht irgendwann noch richtig sacke. Da kommen wir nicht rein. Hier ja. Badezimmer. Also die Badezimmer hier, die verabscheue ich inzwischen. Die sind einfach so siffig und schmockig und eklig. Das ist der Hammer. Bevor wir rausgehen. Ach, die 203 gibt es hier mal wieder gar nicht bei ihm. Warum ist das da? Damit will ich jetzt was machen. Das ist ja wohl klar, oder? Warum ist hier die Klobrille kaputt auf dieser Seite? Ich will hiermit was machen. Warum können wir damit nichts machen? Ich meine, das ist einfach so deutlich. Damit muss man was machen können. Guckt es euch an. Warum ist das sonst hier? Ich glaube, mit Sally haben wir es eben gar nicht gesehen, ne? Nee, hier ist nix. Oh. So wird uns denn auch nichts angezeigt irgendwie. Kann ich vielleicht noch irgendwo was mitnehmen? Müssen wir da irgendwas reinlegen? Also, ich weiß jetzt nicht, ob ihr es hört. Ich spamme gerade die Leertaste mal wieder. Aber im Moment. Ich hoffe ja, dass wir nicht oben irgendwas mitnehmen mussten, weil. Achso, scheiße, ich wollte hier noch gar nicht rein. Das kommt durchs Leertaste. Ach doch, da ist doch der Blutfleck auf dem Boden. Scheiße, kommen wir nochmal irgendwie hoch? Drop down. Wir kommen nur noch runter. Oh nein! Ich hoffe, wir haben oben nichts vergessen. Oh, das wäre super ärgerlich. Nee, wir können echt nur noch runter. Wir kommen nicht mehr hoch. Oh, das ist doof. Scheiße. Aber es wird ja wohl nicht jetzt irgendwie was super mega Wichtiges gewesen sein, oder? Ich hoffe mal. Hallo, Miss Gibson? Aus diesem Raum riecht es ranzig. Genau, machen wir die Tür wieder zu. Wir gucken natürlich nicht nach, ob etwas ist. Larry, komm mal runter, bitte. Ach, Mist mit dem Pentagramm. Ach, da kann man bestimmt was mitmachen. Verdammte Kacke. Können wir das hier schon mal rüberschicken? Ja. Gut. Okay, hier ist einfach mal. Hier ist auch mal wieder einfach keine Tür. So. Ich
glaube, es wird noch der Moment kommen, an dem ich richtig versage, vor allem, weil ich schon gleich das erste Teil nicht finde. Ja, das war nix. Ich finde die Dinger immer nicht. Nein, verspielt! Mann, ho! So. Ach so! Das kann nicht sein, dass ich hier jetzt nicht durchkomme. Mensch. So, dann war das... Jetzt will ich den schon wieder nicht da. Kann ich angehen? Jetzt hänge ich hier und nichts passiert. Oh, gerade so. Verdammt. Ein Junge steht am Scheideweg der Vergessenheit. Unbekannte Stimme, angetan von dem unendlichen Abgrund. Was? Gequält und gebunden an die Welt der Sterblichen. Alter! Wer ist er denn? Okay, es ist eventuell Mr. Addison. Gefangener von Fleisch und Knochen. Terence? Wie lange bist du schon so? Deswegen kam der nie raus. Die ganzen Täter sind auch im Hintergrund. Da haben wir draus. Haben wir da rausgetrunken? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Alter! Ich will gar nicht wissen, was das für ein Tee war. Hat der Kult das mit ihnen angestellt? Was? Das Kind wählt nicht sein eigenes Schicksal. Es war schon immer so. Terence Allisons wahre Form. Ich will nicht wissen, was das für ein Tee war. Alter, deswegen kam er da auch nie raus. Das erklärt so einiges. Bald schon verstehst du die wahre Harmonie des Unendlichen. Bist du der Unendliche? Warum infizierst du die Seelen in diesem Haus? Die Finsternis umschließt alles und gehorcht unseren Befehlen. Wir bestehen für immer. Wir sind über den Tod hinausgegangen. Terence, ich weiß, dass du da irgendwo drin bist. Du musst damit aufhören. Das Kind, dessen Namen du nennst, gibt es nicht mehr. Deine Anstrengungen sind sinnlos. Dann werde ich dich eben aufhalten müssen. Du wirst es versuchen und scheitern, wie es immer geschieht. Oh. Schwein gehabt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich sehe den immer nicht. Ich weiß nicht, wieso ich so eine Probleme mit dem einen habe. Scheiße, das kann denn jetzt ja dauern. Entschuldigung. Also nicht bei ihm, sondern bei euch, dass ich das jetzt nochmal machen muss, weil ich zu döschig war. So. Ah!
Achso, doch, war richtig. Scheiße, ich dachte, ich hätte mich verspielt. Nein! Da habe ich mich verspielt. Oh Mann, verdammt. Es tut mir wirklich leid. So. Oh Gott, der lief aber gut. Relativ. Ich hoffe, das war's jetzt. Hä? Klein Terrence? Ich habe auf dich gewartet, Sal. Ich wusste, dass du es sein würdest. Von dem Augenblick an, als ich dich das erste Mal sah. Das ist wirklich klein, Terrence. Terrence? Entschuldigen Sie, mein Verehrtester. Ich war nicht ganz ich selbst und habe solch ein Unheil verursacht. Ist es jetzt vorbei? Fast. Ich befürchte, eine Aufgabe wartet noch. Eine ganz schreckliche. Was auch immer es sein mag, ich werde alles tun. Alles, um das ein für alle Mal zu beenden. Du musst alle töten, die von der Dunkelheit befleckt wurden. Oh. Okay, das, erklärt unsere derzeitige Lage vor Gericht. Aber das sind doch alle in diesem Gebäude, meine Familie und Freunde. Wir haben ihre Seelen von der Dunkelheit befreit. Wir haben sie schon gerettet. Ich befürchte, es ist für sie zu spät, Sal. Ihre Seelen wurden bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Unbeaufsichtigt werden die Schatten durch die Ritzen kommen und noch viele weitere Leben nehmen. Mein Herz blutet für dich. Ich weiß, dass du alles verlieren wirst, so wie ich es einst hab vor vielen Jahren. Ich glaub nicht, dass ich das tun kann. Bitte zwing mich nicht dazu, Terrence. Es bleibt deine Entscheidung. Es ist eine ungewöhnliche Last, die du trägst. Doch ich weiß, dass du das Richtige tun wirst. Ich... Das ist ein Messer, oder? Addison hat recht, Sal. Es muss sein. Es tut mir so leid. Ich wünschte, es gäbe noch einen anderen Weg. Echt jetzt? Ich fühle mich nicht gut. Hilf mir, in mein Apartment zu kommen, Sal. Bitte? Sally Face, hast du unseren kleinen Todd irgendwo gesehen? Wir müssen mit ihm sprechen. Alter. Es tut mir leid, Leute. Hey, Kumpel, gut, dass du dich entschlossen hast, zurückzukommen. Jetzt können wir richtig loslegen. Durchs Auge. Also haben wir es doch gemacht. Hey, Sal, geht's dir gut? Ich denke, es geht was um. Wir können auch nur noch töten. Steht sogar da. Töte. Ziel, töte. Oh nein, wir müssen das Grenzdebile... Oh nein. Scheiße. Hey Rob, es tut mir leid, jetzt schon. Was ist los? Geht's dir nicht gut? Alles in Ordnung? Bald ja, Rob, es tut mir leid, aber bald ist alles in Ordnung. Bald haben wir es geschafft. Oh, wie gemein. Bald haben wir es geschafft, bald ist alles wieder gut. Hey, falls du hungrig bist, gibt's noch Lasagne im Kühlschrank. Danke, Lisa.
Ich sag dir das vielleicht nicht oft genug, aber ich bin wirklich stolz auf dich, mein Junge. Du hast es so weit geschafft und ich weiß, dass du es oft nicht leicht hattest. Oh Gott, das ist so böse. Ich sehe dich an und denk mir, was für ein feiner Kerl doch aus dir geworden ist. Großes liegt vor dir, das glaub ich wirklich. Ich liebe dich, mein Junge. Oh, das ist so böse einfach. Es ist so böse.